Hallo allerseits, ich bin Lukas. Ich bin Daniel. Und ich bin Marlena. Wir sind die Spieletestergruppe Extraleben aus der Stadtbibliothek Minden. Wir haben das Spiel Ratchet & Clank getestet und wollten euch jetzt die Ergebnisse präsentieren. Genau, Ratchet & Clank, ein Spiel für die PlayStation 4-Konsole vom Entwickler Insomniac. Es handelt sich hierbei um einen Einzelspieler und ja, wie schon gesagt wurde, wir haben uns das Spiel genauer angesehen und haben auch ein bisschen Material aufgenommen, das wir euch präsentieren werden. Bevor wir mit der eigentlichen Review beginnen, erklären wir euch erstmal, wie wir ihr denn überhaupt bewerten. Wir haben das Ganze in vier verschiedene Kategorien eingeteilt, und zwar in Story, Atmosphäre, Gameplay und Extraleben. Extraleben sind Bonuspunkte, die wir dem Spiel für Einzigartigkeiten geben. Ja, kommen wir zum Punkt Story dieses Spiels und der Hauptprotagonist ist Ratchet. Ratchet ist ein Lombax und zwar der letzte seiner Art. Er versucht sich als Klempner, was ihm auch ziemlich gut gelingt, er ist ein Naturtalent darin. Und eines Tages kommt Captain Quark zu seinem Planeten, der einen Gehilfen sucht und Ratchet ist außer Rand und Band, da er Captain Quark schon quasi verehrt. Und ja, damit nimmt das Abenteuer an sich seinen Lauf. Als zweiten Protagonist haben wir noch Clank, den Roboter, der durch einen Defekt entstanden ist und durch Zufälle, ohne mehr vorwegzunehmen, auf Ratchet trifft. Und gemeinsam erleben sie dann die Abenteuer dieses Spiels. So viel nun zum Inhalt des Spiels. Doch was hat uns nun an der Story gefallen? Also wir haben es wirklich gemocht, dass das Ganze wirklich witzig verpackt war. Es gab immer mal wieder was zu lachen, aber nicht so, dass es ins Lächerliche gezogen wurde. Dazu ist es halt auch noch nachvollziehbar und logisch. Es gibt kaum Stellen, wo man irgendwelche Aktionen von Charakteren hinterfragen müsste. Dazu haben wir noch als letztes, dass die Charaktere und Gegner abwechslungsreich sind. Es gibt keinen Charakter oder Gegner, der wirklich in seiner Persönlichkeit einem anderen ähnelt. Jeder Charakter ist einzigartig auf seine Art. Und deswegen geben wir der Story 4 Extraleben. Unter Atmosphäre verstehen wir die Grafik des Spiels, den Sound und insgesamt so, wie der Spieler das Spiel wahrnimmt. Ja, da haben wir unter anderem positiv aufgefasst, dass das Spiel sehr farbenfroh und detailreich ist. Man hat wirklich die Liebe zum Detail bemerkt. Es gibt nichts, was irgendwie unrealistisch aussieht oder ähnliches. Sounds immer gut gesetzt. Man hat wirklich das Gefühl, auf einem anderen Planeten wirklich zu sein. Man fühlt sich auch, als wäre man wirklich dort. Unter anderem ist die Musikbegleitung auch immer ziemlich treffend und passt. Wie schon gesagt, jede Welt ist einfach einzigartig und insgesamt ist das Ganze auch ziemlich kindisch gehalten, was aber nicht wirklich schlecht ist. Es macht einfach einen fröhlichen Eindruck. Deswegen geben wir der Atmosphäre 4,5 von 5 Extraleben. Nun sind wir beim Punkt Gameplay und darunter verstehen wir, wie das Spiel aufgebaut ist. Also ob das Menü einfach erklärt ist, wie es mit der Schwierigkeit im Spiel aussieht, ob die Steuerung funktioniert. Ja, das ist zum Punkt Gameplay. Wir haben auch ein paar Punkte. Und zwar ist die Steuerung ziemlich leicht und Einsteiger kommen auch gut rein. Jedoch ist es für ein Actionspiel ziemlich träge. Aber das ist nicht unbedingt immer schlimm. Es bietet auch machbare Herausforderungen und die Bosskämpfe sind sehr kreativ und auch ziemlich fordernd. Was noch gut ist, es gibt viele verschiedene Waffen, die man halt wechseln kann, je nach Bedarf. Und es gibt auch mehrere Minispiele, zum Beispiel wie Hoverboard fliegen oder mit dem Flugzeug fliegen. Allerdings haben wir auch negative Punkte anzusprechen und zwar zum einen zum Waffensystem des Spiels. Es ist möglich, die Waffen, die man bekommt, abzugraden. Das bedeutet so viel wie eine Verbesserung. Das ist allerdings sehr kompliziert aufgebaut und man blickt da auch nicht so leicht durch. Erst wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, kommt man erst wirklich dahinter. Ebenfalls ein Negativpunkt ist auch an der Kameraführung.
Es ist nämlich von der Schwierigkeit abhängig, wie die Kamera funktioniert. Wenn man das Spiel auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad stellt, dann bewegt sich die Kamera automatisch. Sollte man aber in einen normalen oder schwierigen Modus gehen, muss man die Kamera selber bewegen. Und dabei funktioniert es auch nicht an jeder Stelle besonders gut. Allerdings jetzt nicht so schlimm, dass es unspielbar ist. Wir geben dem Spiel für Gameplay ganze 3,5 Punkte. Wie anfangs schon erwähnt, geben wir dem Spiel auch extra Leben. Dies sind Punkte für Inhalte des Spiels, die uns unserer Meinung nach besonders gut gefallen haben. Besonders gut haben uns auch die Filmsequenzen im Spiel gefallen, die aus dem gleichnamigen Film kommen, der auch dieses Jahr sogar in den Kinos lief. Und einige Easter Eggs, für welche, die es nicht wissen. Easter Eggs sind kleine Überraschungen, die im Spiel versteckt worden sind, zum Beispiel Dialoge oder Bilder an der Wand. Darüber hinaus schätzen wir an dem Spiel seine Einzigartigkeit. Zum Vergleich, man kann zum Beispiel ein Fußballspiel mit einem anderen Fußballspiel vergleichen. Beide haben das gleiche Ziel, jedoch ist Ratchet & Clank in seiner Art wirklich einzigartig. Kein Spiel kann man auch nur annähernd mit diesem Spiel vergleichen. Abschließend haben wir noch den genialen Humor, den wir an dieser Stelle noch einmal loben möchten, weil sich dieser super in das Spiel integriert und an keiner Stelle lächerlich wirkt. Deswegen geben wir dem Spiel 4 extra Leben. Kommen wir nun zum Fazit von Ratchet & Clank. Also, wie man vielleicht entnehmen konnte, sind wir fast durchweg begeistert von diesem Spiel, außer halt kleinen wenigen Kritikpunkten. Wir hatten eine Menge Spaß an diesem Spiel und ja, wenn man nun die ganzen Punkte, die wir vergeben haben, zusammenzählt und durch die 4 Kategorien teilt, kommen wir auf 4 von 5 Extraleben und natürlich unsere Empfehlung ist unbedingt zu spielen. Es ist wirklich super. Und, naja, weil uns ein Lukas nicht reicht, haben wir noch einen zweiten Lukas engagiert, der jetzt eine pädagogische Meinung dazu abgeben wird. Und zwar Lukas! Yeah! Hi! Genau, ich bin auch Lukas. Und von mir gibt es jetzt noch abschließend eine kurze, ja, pädagogische Beurteilung zum Spiel Ratchet & Clank. Die Spieletester Extraleben haben schon ganz viel erzählt, wie sie das Spiel finden. Ich muss sagen, ich bin auch ziemlich begeistert vom Spiel. Ich habe gar nicht so viel selber gespielt, ich habe aber ganz viel zugeguckt, das ist einfach klasse. Das Spiel ist ab 12 freigegeben von der USK und ich finde auch 12 Jahre ist ein super Alter, um damit einzusteigen. Also jeder 12-Jährige kommt halt super damit klar. Die Bewertung hat ja eben schon gesagt, dass es manchmal ein bisschen kompliziert im Menü ist, aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass das Spiel selber anfangs einen super Einstieg hat. Man kommt klar rein, es macht tierisch Spaß und genau, ich finde es wirklich klasse. Was ich ein bisschen schade finde, dass man nur alleine spielen kann und nicht mit mehreren. Aber die Situation gibt es ja auch, wo man keinen Freund hat zum Spielen und deswegen kann ich das für alle Jungs und Mädchen ab 12 Jahren super empfehlen. Gut, und dann sagen wir alle zusammen auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.